Ich hab auch ein Taurus. Dein Mietzünder. Ah, genau, übrigens, in der Stadt, wie hieß sie jetzt nochmal? Erste Stadt, Akala, da wo wir angekommen sind mit dem Boot. Weiß ich gar nicht Ja, mehr. Stadt. Dingsbums City. Da gibt's auch einen Namensbewerter. Also wir könnten unser Nice. links wieder in rechts rum benennen. Nö, ist ein Aufwand nicht wert. Genau. Es wiegt also unter 50 Kilo. Wow. Ah. Dann dürfte es die Attacke Strauchler auch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Jetzt kriegen wir Strauchler. Nee, doch nicht. Stopp. Stelauchler. Oh, guck mal, ein Baby-Tauros. Oh. Oh, guck mal, ein Guck mal, Baby. Baby. Solltest du Kiawis Prüfung, nee, sobald du Kiawis Prüfung bestanden hast, erhältst du Glurak für Pokémon. Boah, cool. Mit ihm durch die Lüfte zu fliegen ist ein tolles Gefühl. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Rein in die gute Fahr. Oh, meins! Magma. Ma. Mar. Das ist das Marland. Kommt die aus Mar? Magma blendet alles, was man ihm vorsetzt, auf den Punkt genau. Dadurch ersetzt es zwar jeden Held, aber wenn sein Fleisch gerne ein wenig rosa mag, schaut in die Röhre. Echt? Ich Haha, in dachte, die die haben Röhre. Flachbildschirm. Schaut in die, in die, in die, Dingsröhre. Bratröhre. Oh Gott. Noch mehr Magma. Was machen Lieber die Magma. denn alle hier? Die versperren den Weg. Ist die MagmaCon. Das ist Team Magma. Leute, Fitnessfreak. Ey, ist das vielleicht der Raum von Kiave? Die Bettwäsche sieht frisch gewaschen aus, aber sie ist noch etwas feucht. Sie ist jetzt etwas feucht. Nicht reinlegen, sonst wirst du schwanger. Oh. Aber guck mal hier bei den Muskelgegenständen da. Das sieht aus, als wäre das das Zimmer von dem Captain Kiave. Ah. Kann ich leider Also. nichts antippen, aber hier auch nicht. Hier nicht. Ein Hä? Spiegel. Er hat einen Spiegel und Fackeln, das gehört sowas von Kiave. Ah. Und ein Metronom. Ja. Ist ja ein Ding. Das ist sowas von das Haus, wo Kiave wohnt. Sieht aus wie so ein Dorfkind. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, schon fertig. Ich Hey, will guck nicht. mal, das dieses Kaktus-Digimon. Oh, wie hieß denn das nochmal? Ich weiß, was du meinst. Ich komme aber echt nicht auf den Namen, das ist zu lange her. Dort hinten liegt also die Ohana-Farm. Dann ist es bis Später zum mal frei. Pletscherhügel noch. Ah, dort hinten liegt also die Ohana-Farm. Dann ist es bis zum Pletscherhügel noch ziemlich weit. In der Alola-Region reiten die Leute wohl schon seit langer, langer Zeit auf Tauros. Ah, jetzt haben wir den Red White. Yes, it is. Das erklärt auch, warum Pokémon Mobile hier so ein fester Bestandteil des Alltags ist. Oh, absolutely. Absolutely, Mr. Lawyer. Schön. So, okay, da müssen wir ja eigentlich nicht hin. Wir wurden ja geheilt. Oder nee, Moment. Spiel mal Miltag am Euter rum. Ja! Blüpp, blüpp, blüpp. Wie viele von den Pokémon haben jetzt eigentlich schon den Pokerus bekommen von meinem Mauzi? Eigentlich alle, mit denen es zusammen rumreist. Ja, aber es gibt eine Chance pro Kampf. Gucken wir mal. Bericht. Also normalerweise sind es auch die naheliegenden. So, das hat den Pokerus, das hat es, das hat es noch nicht und das hat es Krass, auch Herr noch nicht. Junge. Krass. Also, ja, zweimal muss der sich noch übertragen oder wir tauschen die Pokémon mal in der Reihenfolge aus, aber ich lasse es mal so machen. Müll. Müll, ein Mülltank. Milftank, oh. Manchmal Ich habe ich trinke das gerne Gefühl. Milch. Friffe Milch. Manchmal habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Obwohl weit und breit niemand da ist. Ob das wohl der Fünfpfeifrunde der Imwil ist. Oh Gott. Passt aber auch irgendwie dazu. Ich habe gehört, die großen Rampen auf dem Grundstück der Hoana Farm seien dazu da, die Beine und Hüften der Pokémon zu trainieren. Und nicht nur die der Pokémon. Willst du es mal sehen? Nein. Oh. So, da lang?
Guck mal, ob unten noch Häuser waren. Ich müsste ja in der Stadt mehr als ein Haus geben. Irgendwie kommt mir das Gebiet bekannt vor. Ist hier manchmal in der Nähe auch eine Pokémon-Zucht? Was? Hätte ja sein können. Also so ein. Aber guck mal, das Schild haben wir noch nicht gelesen. Ja, genau. Schilder sind wichtig. Ja. Weißt du, wenn schon mal eine Person in der Stadt ist, die lesen kann, dann sollen wir das Schild angucken. Ohana, wir entfalten uns zusammen mit Pokémon. Treffender wäre Ohana, unser Stammbaum ist ein Kreis. Hey, was winkst du? Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon kämpfen. Oh Mann. Ich bin mir ziemlich sicher, hier in der Nähe gibt's ein Pokémon. Ah, ich glaube, da hinten ist die Pokémon-Zucht. Das Ding. Das. Wie nennt man das nochmal? Daycare? Auf Deutsch? Pension. Pension, ja. Ich habe gut geschlafen und gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Nach dem Essen sollst du rauchen oder ein Pokémon missbrauchen. Warte, wir sind Ohana oder dein Geschwisterkind. Hast du beides nicht zur Hand, bohr ein Loch und die Wand. Nimm die Schwester vom Nachbarn. Der dein Großcousin ist. Oh Mann, jetzt habe ich ja wieder hier Rokara. Ich tausch mal. Hier ist Patrick. Patrick? Patrick, Patrick, Patrick? Ich bin Thaddäus, Thaddäus, Deus, Deus. Härter ich bin Mr. Thaddäus. Er ist Mr. Thaddäus. Wir beide sind Mr. Thaddäus. Gibt es hier noch irgendwelche Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Was? Ja, ja, aha. Das ist Danny ja nicht so. Danny Pitcher Story, Schlaubbock. Das Ding hat eine echte, übelste Spezialverteidigung, wie es aussieht. Ach. Meinst du? Na, ist nur so ein... Weiß ich nicht, so eine Vermutung. Ich google mal also die Lyrics von Slowbox-Song. Tu das. Jawohl, da ist ein Slowbox-Song. Ja, ja. Hold it, hold up everyone. Are you ready for a sing-along? Slowbox. Was? Style. Was? Top-Genesung. Nein. Das ist gemein. Oh. Ah, dann nochmal. Slow, slow, slow. Ahoo, what's your story? Slow folk. Every night you're on the dreams, dream of walking with the sun, but you sleep until noon. Slow folk. Your pink hues, your colors, through and through, I can see it's the real you, blah blah. Slow folk. Your big mouth like a supermarket door. Open 724, Slowpoke. Your sweet tail is a yummy, yummy snack. We're hungry, if we want more, Slowpoke. Also langsam versuche ich es doch mal lieber mit Reiskorn. Hätte ich mal gleich Reiskorn genommen. Reiskorn. Reiskorn. Sake. Ja, ja, und in, Moment. In Alola ist ein Sack Reis umgefallen. Unser Pokémon. Everywhere you go, there are Slowpoke passing through. Maybe there's one right behind you. Slowpoke. Oh Gott, ich hab grad S gelesen, aber da steht IS. Probieren wir mal. IS. Yures. Yures. Ach, das gibt's doch nicht. Langsam müsste es doch mal besiegt sein. Na, wenigstens ist es paralysiert. Someday you'll be slow, bro, or maybe even slow, King. Or you'll just keep being Slowpoke. Ah, schön. Ich liebe es. Oh weh, mit vollem Magen sollte man nicht kämpfen. Ach, ist er die Alte vom Röhrig? Margret! Die Kumu-Weide, na schön auch. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Ach, ich muss ja behindert sein. Komm mal mit, es ist gerade dein Captain hier.
Folg mir mal bitte. Besucher. Soll ich schon mal die Tür abschließen? Willkommen in Höxter. Oh, Snap. Ach Gottchen. Oh, diese Mehltank, die sind so süß. Ich will das streicheln. Am Euter. Ja, sind vier nette Euter. Ja. war ich die? Ja. Wie geht's? Wie steht's? Kuhmuhmilch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und sahnig. Und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man darauf machen kann. Oh, unbeschreiblich gut. Oh, Moment, das ist von den Tauros. Wie bei South Park. Lass mal den Kater melken. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Hummermilch. Bismarck. Lol. Nice. Der ist übrigens so benannt wegen Bismarck. tatsächlich, wegen dem markanten Bart. Oh, krass. Mit dem Bismarck-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Vor allem mit langen, harten Items. Spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Ups, Leiche gefunden. Bitte schnell wieder eingraben. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Tracy? Die heißt auf Deutsch Tracy? Warum ist es kein Er? Das wäre mal cool, wenn man jemanden aus dem Anime da drin hätte. Tracy. Den Pokémon-Fotografen. Ach, Tatsache, die heißt auf Englisch Lana. Auf Deutsch heißt die Tracy. Ah. Ist die Wasserprüfung, die von der Website bekannt ist. Ich kenne sogar schon den Prüfungsinhalt, aber den sage ich dir nicht. Okay. Wasser holen. Nein, keine Ahnung. Was? Wo soll man denn in Alola Wasser finden? Jetzt spinnst du aber. Ja, frag doch mal IGN. Route 5 ist ein beliebter Ort für... Registrieren. Ah ja, wollte ich doch eigentlich gerade. Registered Sex Offender. Ich muss immer an dieses Meme denken mit Ladybar. Achso, ich muss das tippen. Auf den Kreis drücken, genau. Wie macht er sich bemerkt? Schnüffel. Oh, da war was. Ja. Warte mal, was? Die Pokémonen, die man im Café-Bereich des Pokémon-Centers bekommt, stammen ursprünglich aus dem Pokémon-Ressort. Hm? Ja, und jetzt? Oder ist das nur die Richtung? Guck mal. Wächst das Ausrufezeichen, wenn man sich nähert? Ja, sieht so aus. Tau! Guck mal nach oben. Da. Da! Was? Okay. Oh, Tafelwasser. Direkt am Wasser. Ja, wo findet man hier Wasser, ne? Vielleicht unter dem Mülltank. Das heißt, das Ausrufezeichen kommt, wenn man in die richtige Richtung schaut. Und das große kommt, wenn man... dran ist. Ja. Komm schon, noch ein Stück. Aha. Schutz. Okay. Interessant. Was ist das da für ein Pokémon oben? Das kleine? Ach, ein Wommel, oder? Nee, ein Wuffels. Oh. Ah, hier ist wieder irgendwo was. Oh Mann, ich hab wieder was verloren. Oh, Kuhmuhmilch. Was? Kuhmuhmilch auf einer Mülltankfarm? Das ist ja doch kein Schwachsinn. Haben die einfach fallen lassen, oder? Stell dich doch mal in die Mitte vom Platz und dreh dich in jede Richtung. Dann müsstest du doch sehen, ob irgendwo... Ja. Ja, leer. Ja, jetzt ist, glaube ich, auch gut. Zack, 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 zack. Oh, das geht ja schnell ab. So schnell wie ein Tauros das Ramme benutzt. Ist hier noch irgendwo was? Ansonsten, zack, zack, zack. Oha, Wo ist denn hier ein... Ach, da ist ein Trainer. Und da war eine Zygarde-Zelle. Oh, wo? Links über die Rampe drüber. Okay. Ah, ein Pampuli! Jawohl! Freut dich schon, sagst du? Ja, ich freue mich. Du weißt ja, du hast es ja selber... Ja. ...dafür gesorgt, dass ich mich jetzt freue. Das ist schön. Ah, Zähigkeit wirkt, das ist gut. Soll ich's versuchen? Wenn es zäh ist, kann man es gar nicht weiterverarbeiten.
Just do it. Ja, ich versuch's. Kampfuri, also ich denke, es wird noch ein bisschen, noch eins. Na, aber ich werde das jetzt so schwächen und wenn das geschwächt ist, weißt du, was passieren könnte? Und darauf, da habe ich eigentlich ein bisschen Angst vor. Schauen wir mal, ob es passiert. Und zwar, da gibt's so eine Durchstoß- oder Durchbruchattacke oder sowas. Durchbruch, ja. Nee, oder was war denn diese Attacke, die ich meine? Ich meine nicht Durchbruch, glaube ich. Es war eine Bodenattacke, die auch wieder auf alle... Dampfwalze? Dampfwalze, ja. Ich hoffe deswegen, dass jetzt das Pampuli da, das Level 14 ist, nicht unbedingt Dampfwalze einsetzt. Bevor ich es besiegt habe. Upsa. Oh Gott, das kriegt das man nicht mehr... Das wird ganz fies. Nee, das kriegen wir nicht mehr gefangen. Konzentrier dich aufs andere. Flüger, Lehmschelle... Weil du musst ja jetzt erst das andere töten, bevor du es fangen kannst, aber dann ist es wegen der Verbrennung schon lange tot. Und das ist... Schade, oh! Ja, aber ja, das andere ist auch schwach. Na gut, also wir müssen jetzt das links ausschalten. Ja. Weil das rechts, das... Wenn wir das ausschalten... Was?! Oh, stell dir jetzt mal... Nee, Moment. Nee, jetzt, wenn wir das andere Dampfwalze eingesetzt hätte, dann wäre das auch okay gewesen für uns. Aber... Klappt alles schon so. Als könnten die das schon. So. Ja, also ehrlich gesagt, sonst war's mal so manchmal. So, das ruft jetzt um Hilfe. Boah. Aber niemand kam. Jawohl. Guto, guti. So, dann. Superball sogar. Ja, hab ein paar gekauft noch. Du hast es ja, ne? Ja, ich hab's ja. Ja, versuchst du nur ein bisschen noch 5 hast, ne? Jetzt habe ich nur noch 5. Passt ja. Jawohl. Oho. Wir begrüßen neu im Team. Wir begrüßen neu im Team unser Pferdchen.